direkt von vor Ort. Ich frage mich ganz einfach, wenn wir doch alle, die gegen das Vorgehen Israels in Palästina sind, weil wir einfach für den Frieden von jedem Menschen sind und gegen jegliche Gewalt an Zivilisten, dass dann zum Beispiel diese Eliteeinheit, diese jüdische oder israelische Eliteeinheit ist, die sich diese Woche gegen die israelische Regierung gestellt hat, weil sie sagen, dass sie nicht mehr bereit sind, die Rechte von Millionen zu verletzen. Und zwar auch wieder in einer österreichischen Zeitung, also anscheinend machen die momentan doch irgendwie die Kanäle, die Infokanäle ein bisschen mehr auf als wir hier in Deutschland. Ein ungewöhnlicher Protest gelang am Freitag in die Öffentlichkeit. 43 Elite-Aufklärer der israelischen Armee lehnen es ab, sich weiter an Einsätzen zu beteiligen, die sich gegen die Palästinenser richten. Die Informationen der Einheiten würden benutzt, um unschuldige Zivilisten zu schaden, schrieben die Soldaten in einem Brief an Ministerpräsident Netanyahu und Verteidigungsminister Jalom. Sie ermöglichen politische Verfolgung und spalten die palästinensische Gesellschaft durch das Anwerben von Informanten. Der Brief wurde am Freitag der israelischen Nachrichtenseite GNet veröffentlicht. Er wurde neben anderen von einem Major, zwei Hauptleuten und einem Leutnant unterschrieben. Was sind dann diese israelischen Soldaten, die sich dagegen das eigene israelische Volk stellen? Sind das auch jetzt antisemitische Israelis oder antisemitische Juden oder was ist das? Wenn man sich gegen Gewalt stellt, dann stellt man sich gegen Gewalt und dann soll man das nicht verallgemeinern und das auf irgendeine Religion dann beziehen, die man überhaupt nicht meint, wo man überhaupt nichts von gesagt hat. Und genau das, ich komme nochmal wieder darauf zurück, was Angela Merkel gesagt hat, sie verdreht es einfach. Und das, was Susan schon gesagt hat, was man raushören konnte, eine neue Feindlichkeit, dass man alles das, was zum Beispiel die Israelis machen, oder nicht mal, gehen wir da von dem Thema weg, was die Ukrainer machen, alles das ist in Ordnung. Und spricht man sich dagegen aus, obwohl in der Ukraine nachgewiesen Faschisten sind und unsere Regierung sich mit Faschisten die Hand gibt, werden wir verurteilt, dass wir dagegen aufstehen. Und deswegen nochmal, kommt alle bitte am 3.10., damit wir vor dem HCC dort demonstrieren können. Wie gesagt, Gauck und Merkel sind da und ich hoffe, wir sind laut genug, alle hören. Ja. Ich nochmal, mir ist gerade noch eingefallen, was ich gerade vergessen habe. Und zwar gab es da gestern unter anderem auch ein Banner, wo drauf stand, nie wieder Bomben in Gaza. Das wurde hochgehalten und wurde von den Leuten dort aggressivst runtergeschlagen. Es wurde gerufen, nehmt das weg hier, sowas wollen wir hier nicht sehen, für sowas ist hier kein Platz. Was soll denn das im Umkehrschluss bedeuten? Dass diese Leute dafür sind, sich dafür aussprechen, dass man Bomben auf Zivilisten schmeißt? Und die Aktivisten aus Berlin hatten noch ein großes Banner mit, da stand drauf, die berechtigte Kritik an der Politik Israels ist kein Antisemitismus. Und genau das trifft es doch. Und da verstehe ich auch nicht, wie man sowas in irgendeiner Form anfeinden kann, weil genau das ist es doch. Wir sind Menschen, wir haben gelernt, differenziert zu denken. Und nicht alle Juden sind gleich schlechte Menschen, nur weil die Politik da in Israel anscheinend Menschenrechte verletzt. Ja? Und es entstanden dann auch noch interessante Diskussionen zwischen den Demonstranten an sich und den Aktivisten aus Berlin. Und der eine hat ein ganz, ganz tolles Beispiel angebracht. Der hat gesagt, was würden wir Deutsche denn tun, wenn zwei Attentäter oder zwei Verrückte eine deutsche Schule stürmen würden und alle Kinder als Geisel nehmen würden? Würden wir da dazu Beifall klatschen? Würden wir das akzeptieren, wenn dort Bomben draufgeschmissen werden, nur um diese zwei Attentäter klar machen zu können? Das würden wir auch nicht. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Beispiel die Leute da ein bisschen auch wenigstens im Nachhinein dazu bringt, nachzudenken, weil der Mord an Zivilisten und an unschuldigen Kindern
bleibt Mord und ist ein Verbrechen und das kann man auch nicht als Kollateralschaden an irgendeiner Gesellschaft, die ja ganz offensichtlich minderwertig ist. Ja, anders kann man das in den Augen der Politiker oder der Anhänger, anders kann man das ja eigentlich nicht mehr interpretieren. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Ja. Ja, danke schön, Susi.